Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays Age of Wonders. Letzte Woche hatten wir das Tal der Wunder mit den Untoten eingenommen und damit das Ende alles Lebens besiegelt, aber wir wollen jetzt heute schauen, wie es aussieht, wenn wir uns den Hünen anschließen würden. Das machen wir nicht mit dem Kult der Stürme, sondern mit den Wächtern natürlich. Ich habe jetzt hier geladen den Speicher, nachdem wir die Halblinge natürlich auf unserer Seite hatten und dann die Zwerge. Also man hätte natürlich auch die Echsen nehmen können, aber die Echsenmission haben wir ja bereits gesehen, sodass wir, da werden wir dann auch hier irgendwie hier und können dann nach hier hingehen, anstatt hier sozusagen. Und wir gehen heute halt nicht mit den Elfen mit, wo wir deren Heimat verteidigen, sondern wir schließen uns Gabriel und den Hünen an. Wiedergeboren. Eine Wahl musste getroffen werden. Eine Wahl, also ich habe nochmal die Text gelesen jetzt, von wegen Julia wäre eigentlich mehr erfreut, wenn man die Elfen retten würde, aber wie kann man denn das Tal der Wunder retten ohne eine Armee sozusagen? Deswegen haben wir uns jetzt Gabriel angeschlossen, deswegen ist das hier mit der Wahl. Eine Wahl musste getroffen werden, eine Wahl, die den Weltenfrieden für die Zukunft sichern würde. Julia soll ruhig bei ihren Eltern, ihren Elfen bleiben. Sie ist in Traditionen gefangen. Die Wächter mögen meine Entscheidung noch nicht verstehen, aber sie werden es tun. Ich habe Fehler gemacht, zu viele Fehler. Die hohen Männer kümmert das nicht und sie heißen mich willkommen. Sie bieten mir Erlösung und sprechen mich von meiner Schuld frei. Ihre Macht geht über dieses Reich hinaus und drängt bis in mein tiefstes Inneres. Die Stimmen der Finsternis verstummen in meinem Herzen und ich sehe das Licht, das von den hohen Männern ausgeht, den Hünen, den hohen Männern. Der Preis für meine Errettung ist hoch. Mein Verfechter im Hohen Rat der Hünen ist in Gefahr. Ohne meine Hilfe wird Gabriel umkommen. Ah, Gabriel ist der gute Gönner sozusagen. Wird Gabriel umkommen. Die Untoten, die mein Bündnis mit den Hünen zu vernichten suchen, haben Gabriels Armee nahe des Schwarzwassersees in die Enge getrieben. Was soll ich tun? Ohne Gabriels Hilfe wird mein Kontakt zu den Hünen abbrechen. So lautet ihre Ordnung und ich muss mich ihrer Ordnung fügen. Ich werde ihren Befehlen also Folge leisten und den Hünen so ein für alle Mal meine Treue beweisen. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn mir jetzt Gabriel nicht geholfen hätte und er hier angeblich stirbt, warum ist er dann im Tal der Wunder als Anführer? Ein bisschen inconsistent sozusagen. Es werden hier noch die Hünen erklärt, über die Hünen. Die Hünen scheinen den Menschen in Krisenzeiten vom Himmel herabzueilen. Sie leben in vollendeter Harmonie in einer dem Hohen Rat untergebenen Gesellschaft, Gleichgestellter. Sie bleiben zwar unter sich, schätzen aber alle Völker, die dem Guten nachgehen. Sie sind geheimnisvoll und sprechen nicht über ihre militärische Macht, nur in Schlachthymnen vielleicht, die mir offen gesagt übertrieben klingen. Den Tod fürchten sie nicht und setzen erbarmungslos allen Untoten nach. Sonst weiß man nur wenig über sie, weshalb andere Völker ihnen oft mit Misstrauen begegnen. Hier sehen die ja noch so aus wie absolut, ne? Rechtschaffend und so weiter. In Age of Wonders 2 wurden die dann auch schon ein bisschen mehr rachemäßig und in Age of Wonders 3 hat man dann ja gesehen, sind die Arkonier ihrem Rachedurst komplett unterlegen sozusagen, sodass sie dann zu den Bösen gehören dort plötzlich. Aber gut, hier spielen sie noch die Guten. Jetzt will ich mal gucken. Wir haben hier noch den, habe ich mir den merkt, Tomak Steinschmelzer, Schmetterer oder sowas. Artefakte sind zwar okay, haben wir aber kein Geld dafür. Und ich erinnere mich, das war die Mission, wo wir gerade nicht genügend Gold hatten, um einen Gegenstand oder eine Einheit mitzunehmen. Na gut, dann starten wir mit jede Menge Gold. Genau, und da wir jetzt die Guten sind, nehmen wir noch 2 Leben. Na, Elric, du bist jetzt hier der absolut gute Mensch. Und damit heißt das, wir können dann vielleicht doch was beschwören. Ein Syron vielleicht, wenn wir genügend erforschen noch. Dunkelelfen aus den Schatten. Ich kenne das, sind Dunkelelfen. Guck mal, jetzt können wir Helden wiederbeleben. Ein gefallener Held ins Leben zurück, doch an seine einzigen Treuepflichten erinnert er sich erst nach Erhalt von Gold. Ja, das ist okay. So, lass mal gucken, wie war die Skillung? Haben wir ja schon Schießkunst? Ja, wir wollten ihn ja irgendwie auf Schießkunst leveln, warum auch immer. Gegenstände haben wir jetzt keine mehr. Er war so der Extra-Angriff, heiliger Krieger-Typ. Mauerbeziehungen haben alle schon. Und wir müssten mal gucken, was unsere Zauber so sagen. Wir hatten auf jeden Fall Segen. Heilwasser, also Heilwasser war ziemlich gut. Segen,
Verteidigung Widerstand plus 1 und Verteidigung plus 2 mit Steinhals, verzauberte Waffe, Angriff. Das heißt, er ist quasi maximiert, außer einen Widerstand. Ging 2 Verteidigung durch Steinhaut und 1 Verteidigung durch Segen. Und er braucht auch noch ein bisschen Verteidigungsstats hier. Hat vor allem schon 15 Leben. Wie kommt das denn? 22 Leben. Wahrscheinlich hatten wir durch die Gegenstände so hohe Verteidigung. Jetzt haben wir hier überall Leute, die hier noch rumstehen erstmal. Ah, wir sind umzingelt, hieß es, ne? Menschheit erlicht. Okay. Meinung. Erdenberg ist hoffnungslos umzingelt. Aber nur ein Gegner. Ist das Erdenberg? Goldsberg. Okay. Okay, wir bräuchten auf jeden Fall irgendeinen. Eine Schmiede oder sowas. Der Marsch der Toten hat begonnen. Ihr trefft möglicherweise auf eine verstorbene Verwandte, die durch die Felder zieht oder sowas. Okay. Wir haben jetzt überall solche Truppen, die wir erstmal ausschalten müssen. Vielleicht auch getrennt. Wir haben auch hier eine Walküren. Wir hatten noch auch Wasser. Haben wir flüssige Form? Nein. Wahrscheinlich zu hoch. Wie sieht das aus mit der Stadt? Wie ist die denn? Gut, brauchen wir nicht drüber reden. Warte mal so. Kür kommt damit. Du. Ich schicke mal je einen Heiligen mit. Versuchen jetzt hier irgendwie eine Truppe aufzubauen. Du musst es hier noch erforschen. Okay, verstehe. Das wäre eine Stadt direkt. Hier sind ja nur Ruinen und oder ein Gehöft, jede Menge Gehöfte. Schwarz ist das Ende, ja, ja. Komm mal hier mit. Du kommst damit irgendwie. Kannst du zaubern? Der, oh, der kann nicht zaubern. Mist. Mist, 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 Mist. Okay, wir laden das mal neu. Das möchte ich jetzt nicht haben. Ich möchte den dann schon verzaubern, direkt. Ich wusste nicht, dass er keinen Zauber mehr hat. Gleich als erstes. Wenigstens einen Segen brauche ich schon. Sonst brauchen wir hier nicht weitermachen. Ja, ja, ja. So. Wir wissen jetzt mittlerweile, dass überall Gegner sind, ne? Und die Idee war, dass wir uns aufteilen. Müssten wir hinkriegen. Und ist hier noch? YOLO-mäßig. Kanonenfutter brauchen wir schon, denke ich. Aber im Endeffekt brauchen wir auch ein paar Verteidiger. Gehe ich von aus. Das mal so. Den machen weiß ich jetzt natürlich nicht. Die könnten erstmal zu ihm. Wir brauchen einen
ein Baumaschinen-Dingsbums, dass wir die paar Städte wieder aufbauen können, dann haben wir ja eine bessere Chance. Wir haben auch nur die Oberfläche. Also könnte es auch in der Theorie eine relativ kurze Mission werden, wenn wir den Anführer ausmachen. Wer immer uns hier angreift, natürlich. Gehen wir uns vorbei, okay? Wir können hier noch ein bisschen weiter erkunden. Unabhängig. Okay. Interessant. Einmal noch ein bisschen erkunden. Wir wissen zwar, dass dort so Untote abhängen, aber eine zerstörte Stadt. Okay, und du sollst da mal Verteidiger spielen. Vorerst. Jetzt können wir das erste Mal speichern. Segen auf dich selbst. Das muss drin sein. Ich brauche eine verzauberte Waffe und Stein halt auch demnächst noch. Mal gucken, wie das klappt. Okay, Verzauberung haben die. Sehr gut. Das ist jetzt einfach nur blockieren. Okay. Ziemlich erfolgreich. Ah, du holst dir den Fangkämpfer. Und ihr holt euch den Typen hier. Okay, dann holt unser Anführer sich noch die Erfahrung. Wie heißt nochmal Elric jetzt, ne? Genau. Orkstadt sehe ich da, neutral. Jetzt können alle hier lang. Könnten wir einnehmen, würde es aber nicht gehorchen. Wir müssen vor allem die Gehöfte jetzt alle einnehmen. Wir vielleicht mal einen noch hier rausschicken, der das macht. Ja, Mana ist so eine Sache. Wir könnten hier einmal aufwerten und einen Paladine produzieren, Level 2 Reiter. Oh, hi. Relativ schnell geklärt. Problem ist, wenn wir so eine Stadt irgendwo einnehmen, müssen wir die dann auch halten. Und da hier so viel Zeug umherkreucht und fleucht, bin ich mir noch nicht sicher, ob wir das können. Also die Berserker sind sehr gut. Alle sehr gute Einheiten, muss ich sagen. Auch die Fernkämpfer gefallen mir. Gucken, wie wir uns hier schlagen jetzt. Na dann, jetzt aber. Also wie Angriff, ja? Ja, Rundumangriff kann ich jetzt nicht nutzen. Aber das ist dann halt so.
Entscheidungsrunde treffen. Geht so. Daneben geschossen. Sogar getroffen. Sogar. Heilgunst hat er doch, ne? So, und jetzt müssen wir den hier loswerden, okay. Okay, jetzt werden wir ziemlich viel verlieren, aber das ist okay. Relativ viel Glück, ehrlich gesagt, was so die Fernkampftrefferchancen anging bis jetzt. Okay. Okay. Schade. Riskiere es einfach wegen der Erfahrung. Genau. Wir haben es geschafft. Und theoretisch war das auch alles hier, dass wir jetzt mit denen entweder die Gruppe hier oben noch ausschalten könnten. Wahrscheinlich die schlauere Option wäre. Okay, also was wir mit denen machen, muss ich mal überlegen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier zurück. Noch zu zweit. Tja, in der Wolke könnt ihr nicht stehen bleiben. Müsstet ihr dann, wenn, die Stadt niederreißen. Alles andere ist irgendwie sinnlos. Oh, da ist eine Dings und eine Menschenstadt. Wie stehen wir zu den Menschen? Sehr gut, das heißt, wir könnten die Menschen anwerben. Okay, also das ist hier wichtig. Können wir dann Städte wieder aufbauen, da müssen wir unbedingt hin. Speichern wir nochmal, weil wir könnten denen jetzt auch entgegenrennen, aber stell mich lieber erstmal in die Stadt. Und jetzt haben wir Bogenschützen. Okay. Goldinkam ist gut, wir produzieren halt nur zu wenig Soldaten sozusagen. Und zu wenig Städte quasi. Du wirst es schaffen, ne? Ich muss kurz nachdenken. Wie, ob ich hier einen Segen verpasse. Und dann einfach weiterschicke. Okay. Dein Ziel ist klar. Probieren wir das. Segen. Auf sie. Und Angriff. Es gibt keinen, der fliegende Einheiten angreifen kann.
Schade, noch keinen. Okay, noch einen, dann hat sie eine Silbermedaille. Das sieht natürlich deutlich besser aus. Schade, ich dachte, er überlebt es. Scheiße. Okay, das machen wir nochmal. Moment, das kriegen wir nämlich hin, dass wir wenigstens alle dort loswerden. Diesmal kommen sie nach vorne, okay? Interessant. Besser ist oder nicht, ist die Frage. Ich darf die nicht verlieren. Wenigstens ein Bogenschütz muss überleben. Das wird jetzt ein bisschen länger, weil die da hingelaufen sind. Das hätte ich auch gedacht, dass die das machen, aber irgendwie hätte ich den ersten Kampf besser führen müssen. Muss man halt hier ein bisschen auf Zeit spielen. Das ist ja auch ihre Silbermedaille. Den Segen lasse ich ruhig mal noch runter und noch auf, ja, aufrecht, bevor ich ihn dann wieder beende. Der kann durchaus noch hilfreich sein. Jetzt kommt die nächste Frage, was ich jetzt mit denen mache, also mit denen. Wo sind sie denn hin? Machen wir mal lieber jetzt auf Save noch. Jetzt gucken wir uns unser Anführer, ob der hier aufräumen kann. Ja, mit Sicherheit. Okay. Müssen wir abschalten. Die dürfen nicht diese Stadt kaufen. Auf keinen Fall. Jetzt sind sie wieder. Nein! Scheiße. Ah, jetzt verlieren wir die Stelle. Ah, jetzt kämpfen sie, diese. Jetzt ist sie wieder meine. Die Mauer des Bogenschützen produzieren abgebrochen. Unbedingt diese Stadt da unten einnehmen. Oh, hi. Zu dem Thema, das wird alles nichts. Held unterwegs. Und hier wollten wir, wenn es geht, in zwei Runden schaffen, das auch machen. Ninjox Geist hat alles menschliche Ungeziefer befallen. Ungeziefer, ja.
ist eine ganz gute Position hier, um Fernkämpfer drin zu haben. Geil, man kann die einzeln locken. Komm schon. Come at me. Okay, da kommt er jetzt auch mit. Meinetwegen. Semi erfolgreich die Position, ich gebe es dazu. Egal. Jetzt die Frage, wie man geht. Erstmal nehmen wir diesen Turm ein. Möglichkeit. Egal, jetzt hat er schon verwendet. Schade. Dann halt so. Tomak, Steinschmetterer. Auf geht's, zerschmettere ein paar Knochen. Keinen magischen Angriff, weil mir die Zauberpunkte nicht haben. Aha, aha. Werdet nur überleben, wenn ihr auf eure Knie fallt. Das habe ich nicht vor. Ah, da ist er. Tja, das sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus jetzt, wenn ich das so sehe. Wir müssen nur diesen Dude ausschalten. Der ist auch nicht sonderlich stark. Ich würde jetzt schon versuchen, diese Stadt hier noch zu kaufen. Weil wir es können. Und ansonsten... Unser Weg ist ziemlich klar. Wir werden mit unserem Anführer hier noch ein bisschen XP sammeln. Wir können auch einfach wild auf uns zaubern. Zwergen umsiedeln. Spielen wir noch so ein bisschen, als würden wir das normal spielen. Weil dann die würde ich kurz zurücklassen und die kaufen nächste Runde. Den machen weiß ich noch nicht. Angreifen können sie nicht. Soll jetzt auf jeden Fall mitkommen. Okay, er teleportiert sich irgendwo hin. Aber wir wissen, da ist er reingegangen. Was kriegt der denn? Ist das schon klar? Theoretisch ist er dann nächste Runde noch nicht regeneriert. Erst wenn er wieder eine Runde hat, oder? Könnte unsere Vektüre hier was lösen. Wir hätten wahrscheinlich auch... Schade. Guck mal, er hat ein Level Up. Ihr kriegt bis zu 3 durch Verzauberung. Ihr
Genau, machen wir so. Vielleicht nicht ganz. Wichtiger aber wäre diese Stadt, ehrlich gesagt. Die nehmen wir mit. Das brauchen wir. Dann müssen wir auf jeden Fall mal mit einem den folgen, mit einem hier nach oben gehen. Als nächstes, die nächste Wichtigkeitsstufe wäre diese Stadt. Kriegst du das hier hin? Nee. Bisschen schade jetzt, ehrlich gesagt. Zurückkehren. Die müssen wir lauern. Die können wir direkt wieder einnehmen und das auch. Ziemlich viel Gold in Sachen investiert, die wir jetzt nicht nutzen können. Direkt. Die hätten wir noch bewegen sollen. Dumm. Okay, und du nimmst das ein. Oh, schafft's nicht ganz. Schade. Oh, Elfen. Hi. Wegen aussichtslos. Nichts aussichtslos. Kannst du den Weg von ihm blockieren und hier müssten wir die Möglichkeit diese Stadt wieder aufbauen. Wenn wir es schaffen. Besten Fall, die da oben ist, eine Viererstadt ist. Damit verfolgen wir den Helden so einigermaßen. Okay. Wichtig, Goldminen sind wichtig. Ja, das war mir klar, dass du sie wieder einnimmst, ist mir egal. Gucken, wie ich damit jetzt umgehe, mit diesen ganzen Einheiten um mich rum. Die Goldeinnahmequelle geht langsam zur Neige, weil es wirklich verrückt. Okay. Wieder eine Ecke mit 1000 Teleportern. Orden sind aus den Bergen gekommen, sie waren nicht aufzuhalten. Wer schreibt das hier denn alles nieder? Es gibt immer drei Teleporter je Gebiet, okay? So, der war jetzt einfach die Hilfe, das zu initiieren, diesen Kampf. In irgendeiner Ecke ist der Anführer, ne? Einer dieser vier Ecken wahrscheinlich. Werden wir auch ihn
uns dann darum kümmern. Wir werden jetzt diese Stadt einnehmen, hier Artefakte rausholen und dann dem Anführer folgen. Stadt könnten wir, ach, die ist auch mit so dunklen Nebel umhüllt. Ist auch nicht so schön einzunehmen. Wie viel kostet ihr? Zu viel. So viel Geld habe ich nicht. Wir müssen jetzt mal den Segen beenden. Ja, sonst verlieren wir zu viel Mana. Die Stadt wieder aufzubauen kostet leider ein bisschen mehr als wir haben. Dann gehen wir aber arbeiten. Da müssen wir hin. Oh Mann, das wird alles super interessant hier. Okay, die Baugilde hatten wir jetzt eh nicht mehr in Benutzung zum Glück, im Gegensatz zu der unten. Okay, wir müssen... hinter den Mauern verkriechen hier. Er hat ein Level abgeschafft. Wir wollten mit ihm auf Schießkunst gehen, deswegen kriegt er das jetzt auch. Ein Level und ein Level Resistenz. Schießkunst ist eh jetzt durch, ne? Schießkunst 4. Ja. Eine Resistenz. Okay. Mana. Sehr gut. Können wir auf unserem Anführer noch ein bisschen was verzaubern. Steinhaut, falls wir das noch nicht haben. Das Problem ist, diese Stadt zu halten wahrscheinlich. Wir haben nicht genügend Soldaten hier. Meinen Helden möchte ich hier nicht so lange rumstehen lassen. Sehr gut. Heilige Angriff, Zauberangriff, Angriff. Gerne. Aufrührräucher. Kannst du den Wächter spielen erstmal? Und die Frostlinge mögen uns nicht. Okay, schade. Jetzt hätten wir die einnehmen können, da hätten sie mir sie wenigstens so lassen können. Okay, der weiß auf jeden Fall, die Teleporter funktionieren. Das ist schon mal mehr als ich weiß. Hier ist irgendeine Untotenstadt, okay. Das ist also nicht die Hauptstadt wahrscheinlich. Okay, da hatten wir das. Okay, das ist eine größere Armee. Da muss Tumak da noch hin. Okay, 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 wir beruhigen uns. Uff. Das werden wir doch sehen. Das wollen wir doch sehen. Wie ihr das gewinnen wollt. Nicht ohne Verluste. So. Come at me. Der hat nämlich eine relativ geringe Verteidigung. Die auch.
Einer weniger. Schon, das muss jetzt klappen, komm. Gib mir solche Mühe. Scheiße. Ah, nee, das reicht nicht ganz. Oh, und ist überlebt, okay. Interessant. Ah, auf 6 Lebenspunkte haben wir einen Hund bekommen, aber mehr nicht. Immerhin. 2 Reiter sind ausgeschalten. Wir produzieren hier nichts, das ist ein Problem. Hier können wir erstmal nicht viel falsch machen. Können wir ihn bewegen. Haben wir kein Geld. So, und hier war die Idee, die Stadt einzunehmen und dann zurück zu verteidigen. Das ist doch mal geil. Wir können die Stadt ja nicht umsiedeln, dafür haben wir nicht genügend Zeit. Die Frage ist, ob die einfach niederreißen. Wenn wir das jetzt beenden, haben wir richtig viel Gold und... Warte, Moment, Moment, Moment. Nice. Ist die aufgewertet? Einigermaßen. Machen das so, wir reißen diese Stadt nieder. Die Stadt platt. Das wäre die Frage. Aus dem sind wir gekommen, der geht dorthin, also müssen wir da hin. Dann unten links rauszukommen. Das machen wir taktisch. Das ist mir lieber. Yes, hat es wenigstens nicht geschafft anzugreifen. Ich hätte mich darüber gefreut, wenn er ein bisschen Schwindelgefühle bekommen hätte. Okay, jetzt kriegen wir hin. Haben wir ordentlich auf den Sack bekommen. Das müsste ich schaffen. Och. Nicht dein Ernst. Viel zu Goldmedaille. So einfach, weil wir es können, ne? Du gehst zurück. Du versuchst das einzunehmen und dann die andere Stadt zu kaufen.
Okay. Alle Verteidiger, die wir so zusammenziehen können, auch nehmen. Hier ist dann irgendwo der Anführer, wahrscheinlich in dieser Stadt. Wenn wir mit Tomak und Elric dahin kommen. Oh. Guten Tag. Das jetzt beim Anführer war nicht so super. Hat noch ein Level ab. Nachdenken. Ein Widerstand. Auf jeden Fall. Dann hat er 10 bald mit der Verzauberung. Parade. Genau, wir gehen jetzt zumindest hier mal in Verteidigungsstellung. Schon mal auf den Wachturm hier. Sich machbar. Reicht diese Runde eh noch nicht. Das heißt, wir könnten hier versuchen, die Stadt zu befestigen. Gold, das nehme ich gern, wenn du dafür stirbst. Okay, damit ist das klar, das ist klar. Eine Mine. Noch eine Frostlingstadt, okay, okay, okay. Oh, das ist die Frage. Wir könnten auch nächste Runde oder so Tomak hierher holen. Frage, was er jetzt macht. Speichern das hier mal an einem Extra. Ich hätte gerne Tomak dabei. Der ist ja nicht mal so weit weg. Oh. Den nehmen wir doch lieber. Noch die Mine ein. Solange wir es können. Okay. Dann wieder zurück. Okay, das wäre eigentlich eine Möglichkeit gewesen, ihn aufzuschalten. Gerne. Und sieht das hier doch schon viel besser aus zum Verteidigen. Okay, noch nicht genügend Geld. Klar, die haben rebelliert, was soll's. Oh, ihr habt's überlebt. Interessant. Jetzt habe ich Save überspeichert. Okay, dann müssen wir es doch noch ordentlich machen. Könnte ich ihn nicht schießen, sozusagen. Muss ihn in seiner Hauptstadt heimsuchen. Das war genau berechnet. Blitz.
Ja, bitte. Ist klar. Beste Möglichkeit zu heilen. Ist gerade gestorben. Nächste Runde. Mehr und mehr Frostlinge. Okay, wir könnten jetzt Turmak noch verzaubern. Du hast bis jetzt. Segen, ne? Mehr hast du noch nicht. Jetzt kriegst du erstmal eine verzauberte Waffe. Und mehr Angriff. Ja, 7-7 sieht doch schon viel besser aus. Greifen sie beide an? Oder haben sie Angst? Sie greifen beide an, okay. Jetzt will ich ja mal sehen, wie er das macht. Wenn überhaupt. Ich komme jetzt mit denen auch. Damals. Die Verteidiger sehen ein bisschen lächerlich aus. Und er kann zaubern und verzaubern 4, aber ansonsten auch nicht viel. Da ich aber noch nicht maximal der Erfahrungsstufe bin, bin ich jetzt ein bisschen geneigt, die anzugreifen. Ich kann auch einmal kann ich mich auch noch voll heilen. So ist es nicht. In den Zauberturm hier oben können wir dann auch überlegen. Das mache ich mal, einfach nur zu gucken, was da gibt. Ich navigiere durch den Müll. Also, ich würde schon hier mal einmal kämpfen. Bogenschützen weiß ich nicht, ob ich den Kurs nutzen werde. Als Kanonenfutter. 2, 3 Bogenschützen da hinten, okay, das ist machbar. Sehr gut. Nimm mal die weg. Brauchen wir vielleicht noch in der letzten Schlacht als Kanonenfutter. Ching. Schade. Heilung werde ich wahrscheinlich brauchen. Vielleicht aber auch aus dem letzten Kampf. Mal gucken. Was wäre das? Wir können ihn sogar außerhalb der Mauern angreifen. Na dann. So, das sind nur Nahkämpfer. Die aber immer Erstschlag haben. Können wir so eigentlich direkt hinstellen, um angegriffen zu werden. Ach, verguckt. Das ist eindeutig ein Pfeilschütze natürlich. Aber ja, müsste jetzt eigentlich gelaufen sein. Das sind nur alles Level 1 Einheiten. Und der Anführer halt selber. Seine Stats sind eher so mager. Du hast doch super gute Schießkunst, na dann. Oder Giftimmunität, Giftschutz. Und Kill, sehr gut. Mal gucken kurz, ob der Anführer jetzt maximale Stufe hat, Elric. Weil wenn ja, dann müssen wir gucken, dass mit Turmak um bessere Stats geben. Maximale Stufe, okay. Das heißt, Turmak sollte den hier ausschalten. Und wir
gehen mal hier an die Position. Noch ein Fänger, wenn ich das richtig sehe. Haben doch mehr Leben, als ich dachte. Okay, Lisa, einmal heilen ist noch drin. Na, und Turmok hat 9 Verteidigung, das reicht. Wir können ihn sogar noch ein bisschen anschießen. Bei der Schießkunst. Die Fälle mache ich einfach, weil es 3 Schüsse sind. Nicht, weil der Giftschaden hier helfen würde. Okay. Nice, er wollte wegrennen und hat zack mit der Axt einen Rücken gekriegt. Harbuck ist besiegt worden. Am Tag 13 wurde das Reich der Untoten, angeführt von Harbuck, besiegt. Von wegen, Gabriel ist umzingelt und keine Chance. Also wenn wir das jetzt ohne Anführersnipe spielen hätte müssen, dann könnte ich mir das auch gut vorstellen, wie man nach und nach sich so einzelne Städte sichert. Da gab es ja auch die paar Elfen, die da rumlungerten. Und wenn man dann die Forstlingsstädte einnimmt und die Menschenstadt unten noch und dann die ganzen Städte wieder aufbaut, kann man auch so quasi über einen gewissen Zeitraum sich ein Reich aufbauen, womit man dann die untoten Armeen ausschaltet, die von allen Richtungen kommen. So ist das wahrscheinlich gedacht gewesen. Gold ist klar, haben wir natürlich nichts gehabt. Aber hier Bauten, ja, wir hätten ein bisschen hätte es noch gedauert, bis wir, sage ich mal, von Städte und Produktionskapazität den Untoten die Stirn geboten hätten, aber nicht mehr lange. Also ihr seht, wir waren schon auf dem aufsteigenden Ast. Wir hätten auch wahrscheinlich diesen Angriffstrupp, den die auf die Elfenstadt geschickt hatten, den hätten wir wahrscheinlich mindestens in der Stadtverteidigung auch zurückschlagen können. Die hatten nicht viel, was Städte einnehmen kann. Okay, wir haben es geschafft. In einer Episode. Sehr gut. Erlösung. Ich bin es nicht wert, gelobt zu werden, doch Gabriel besteht darauf. Könnte Juliet es doch nur hören. Sie und die Wächter denken, dass ich sie verraten habe, aber das ist nicht wahr. Jetzt, wo ich die Hünen unter den Hünen weile, liebe ich sie alle nur noch mehr. Die Würde dieser Wesen erweckt in mir den Wunsch, ähnlich edel zu sein. Gabriel spricht vom Pfad der Reinheit und sein Selbstvertrauen inspiriert mich. Er sagt, dass eine Zeit großer Veränderungen kommen wird und ich mich freuen solle. Fürchte ich mich, so weist er mich sanft zurecht und erinnert mich daran, dass die Angst die Dämonen nährt. Egal, nächste Mission heißt Tal des Einhorns. Und wir sind relativ nahe beim Kult der Stürmer. Tal des Einhorns. Das klingt eher nach Elfen, ne? Aber cool, coole erste Mission, muss ich sagen. Erstaunlich schnell beendet, aber das finde ich gut. Unser Elric hat die maximale Stufe, Turmark nicht, aber das ist gut. Damit können wir ihn wahrscheinlich, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, in die nächste Episode mitnehmen. Mit etwas Glück vielleicht noch den ein oder anderen Gegenstand, aber das werden wir sehen. Gut, Freunde, an der Stelle wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.